das ist die Akkordfolge, über die wir im Workshop Lead im Acoustic Player 4 2016 improvisieren. Und zwar nicht irgendwie, sondern wir benutzen Oktaven. Der vielleicht berühmteste Oktavspieler ist Wes Montgomery und später George Benson von ihm inspiriert. Wir gehen nicht ganz in die jazzige Montgomery-Richtung, eher ein bisschen in die bluesige Richtung. Und ich zeige euch, wie man Oktaven auf dem Griffbrett spielt, wie sie lokalisiert werden, wie sie angeschlagen werden, wie ihr die D-Moll Pentatonic, die D-Moll Blues Scale und noch einige Zusatztöne lokalisieren könnt. Und gebe euch noch eine Menge weiterer Tipps, wie man in dieser Stilistik mit Oktaven wunderbar solieren kann. Dazu gibt es einen Jam-Track, damit ihr das Ganze üben und ausprobieren könnt. Ja, und wenn euch das interessiert, das Spiel mit Oktaven, auch stilübergreifend, seid ihr in diesem Workshop genau richtig. Ich hoffe, wir sehen uns dort.